Schalömmchen. Schalömmchen. Freunde. Freunde, ach so, ja. Okay. Wir haben hier einmal den 250 Watt Motor und einmal den 350 Watt Motor. Von AliExpress, Lan. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, lohnt sich's? Mach ich's? Mach ich das nicht? Ist es illegal? Ja. Ja. Das auch, aber. Ja, eigentlich schon. Ich habe hier, mal, können wir direkt mal durchgehen. Mir ist bei Minute 1,30 und ich zeige euch mal, wie wir die jetzt komplett eingestellt haben. Eigentlich das Wichtige nur der Sportmodus. Da haben wir jetzt die P-Max auf 50 Ampere reingestellt, den CRC auf 20 Ampere. Da musst du auf jeden Fall ordentlich CRC hin damit. Also beide gleich. Ja, genau. Kannst du noch die CNC-Fräse packen danach. So. Das ist erstmal alles egal hier. Wurst, Käse. Das gucken wir bei Speed Boost. Genau, da wird es interessant. Experimental. Wir haben dieses Experimental noch nicht ausgetestet. Ja, nicht so ausführlich in so einem Video, mal so zwischendurch, aber deswegen musst du erstmal testen, bevor wir euch das vorstellen. Eure Roller gehen alle kaputt. Komm mal gleich dazu. Auch keine Metzger-Scooter-Tour. Das ist auch schlecht. Deswegen. Komm mal gleich zu. Hier, V-Min, 15 km/h, okay. Min Initial Current Applied haben wir auf 4 Ampere. Das heißt, das verstehen wir jetzt so, dass der Pro, was sagst du, pro kmh immer... Ja, guckt einfach auf Info, das springt ihr auf jeden Fall in den Rahmen und probiert da am besten, wenn ihr das ausprobiert, ganz langsam hochstellen, da könnt ihr echt was kaputt machen. Bei uns ist das nicht so wichtig, weil wir haben übelst YouTube-Money, aber ihr vielleicht nicht. Und deswegen müssen wir gucken, ja, leider. Aber deswegen müssen wir ausprobieren, ne? So, den Multiplikator, ja. Mann, ja, haben wir auf, scheiße. Ist eh nicht connected. Doch, ist wohl connected. Ist connected. Disconnected. BitConnect. Den haben wir auf 2K bei beiden gestellt. Dann also haben wir Scooter auch gleich haben die gleichen Einstellungen. Vernünftige Challenge machen können. Ansonsten ist alles egal. Habt ihr gesehen, welche Einstellungen wir jetzt im Cyodash haben. Rest ist erstmal egal. Jetzt kommen wir dazu. Es ist jetzt der 200. Kommen Sie näher. Lass du da. 1,50 Meter Corona-Abstand. Ja. Kann ich hier den Impfpass sehen? Dann ist jetzt der 250 Watt Motor, das sieht man daran. Dass das nichts sieht. Genau. Ganz normal. Kommen Sie mal näher. Kommen Sie ruhig einmal rum. Wir haben heute den Kamerapraktikanten eingeladen. Auf der Tacho bitte. Bitte 41,40. Den normalen Standardmotor. Kann man sehen? Okay. Das ist leider auch echt nur mit dem Experimental zu schaffen. Halten Sie kurz. Normalerweise 35. Jetzt kommen wir mit dem 350 Watt Motor und einer Spinne dran. Da schauen wir nochmal, was das Ding jetzt hier aufs Papier bringt. 46,45. Ja, man muss dazu sagen, Akku ist nicht mehr 100% voll und da kommt ein Auto. Wo waren wir angestiegen, ihr Lieben? 41 km/h bei einem 250 Watt Motor, 350 Watt Motor. Wenn die in der Luft sind, ne? Da muss man sagen. Im Leerlauf. Im Lauf leer. Okay. Und ja. Da testen wir jetzt mal, wie schnell die denn sind, wenn wir nebeneinander fahren. Machen wir einfach mal ein ganz klassisches Beschleunigungsrennen. Beschleunigungsrennen? Ja, das machen wir. Ja. Also, wir haben 350 Watt auf der linken Seite, 250 Watt auf der rechten Seite. Das ist aber extra für die Drohnenaufnahme, damit ihr das von oben ein bisschen besser sehen könnt. Genau. Und ja. Ich kann gar nicht lange hier stehen. Okay. Bist du jetzt bei allen? Genau. Gib uns ein Signal. 3, 2, 1, go! Jetzt überhole ich dich. Hier gestriffen hier. Ein bisschen.
Das ist natürlich komisch. Also ich wiege ungefähr knappe 20 Kilo. Weniger. Das ist 20 Kilo. Bei dir wiegt 20 Kilo. Ja, also wir müssen natürlich nochmal ganz kurz sagen, warum er jetzt schneller war. Erstmal 20 Kilo weniger und dann, wir haben die gleichen Einstellungen mit dem, wie mit dem hier. Bedeutet natürlich, wir könnten mit dem 350 Watt Motor nochmal ordentlich eine Stufe höher gehen, was wir mit dem jetzt nicht können. Hast du? Natürlich. Okay, das sind wir, also ganz klar war ich einfach schneller. Eigentlich war ich schneller. Also der Motor, ja. Ja. Auf jeden Fall kann man sehen, was, wie viel so ein Kilogramm ausmacht. Ja, das ist echt gar kein Unterschied. Ich muss aber dazu sagen, wie gesagt, die hatten die gleichen Einstellungen. Wenn wir bei dem 350 Watt Motor voll gemacht hätten, wie das jetzt bei dem 250 Watt Motor ist, also der 250 Watt Motor ist am Limit, der 350 Watt Motor kann noch ein bisschen, ja, dann hätte er natürlich noch mal anders ausgesehen. Aber also an der Beschleunigung hat sich ja echt nicht ganz so viel verändert, aber an der Endgeschwindigkeit trotzdem. Also mit dem Ding ging maximal 30. Was ist denn Leute hier hoch los? Der fährt da bestimmt auch schon als 35. Ja. Also mit dem Ding maximal so 30, 31. Mit dem so maximal 36, 37 mit dem 350 Watt ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und wenn man das Ding jetzt noch an Limit treibt, kriegst du auf jeden Fall dann eine 4 vorne. Ja. Das ist safe. Den kriegst du echt nicht so wirklich viel schneller, den 250er. Nur die Beschleunigung. 33 km/h für den 250 Watt Motor ist schon ordentlich. Da holt man schon das Gröbste raus. Ja. Also der 350 Watt Motor hat natürlich noch ein bisschen Puffer, wie du schon sagtest. Kurzes Fazit auf jeden Fall: 350 Motor, wenn man mehr Leistung, mehr Beschleunigung haben möchte, lohnt sich. Da werden wir jetzt nochmal einen Reichweitentest machen, um genau zu sehen, was das an Stromkosten mehr ist, um auch die Kosten und die Mühen zu sehen. Ja. Können wir ganz kurz hier gucken. Wir haben jetzt noch 83% Akku ungefähr. Und wir sind eigentlich wirklich nur ein paar Mal hier hin und her gefahren. Und normalerweise hat das Ding eine Reichweite von 50 Kilometer. Wir haben jetzt ungefähr 20% verfahren. Ja. Das ist schon eine Menge. Also wir sind jetzt keine 2 Kilometer mit dem Roller gefahren insgesamt. Und der hat schon 20% weniger. Obwohl, bestimmt 4-5 Mal in die Richtung gefahren, komplett bist du durch. Ah, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall müssten wir schon 10 Kilometer so gesehen gefahren sein. Deswegen wird der Reichweite noch mal Reichweitentest folgen, weil da kann man auf jeden Fall dann mehr zu sagen. Ja, solange das Wetter noch gut ist, machen wir das. Also ich finde, der Motor für 60 Euro, der tut man nichts verkehrt. Nee, für 60 Euro auf keinen Fall. Also wir haben viele Kommentare gelesen bei... Wie heißt die Seite nochmal? Diese Rollerplausch. Achso. Rollerplausch. Ja. Haben wir viele Kommentare gelesen, dass der Motor kacke ist. Aber ich finde den jetzt nicht kacke. Also für 60 Euro, der ist deutlich besser als der originale Motor. Wie gesagt, wie lange der jetzt hält, können wir natürlich noch nicht beurteilen. Weißt du, das Ding ist, du kannst, wenn du jetzt für hinten ein neues Ding bestellst, mit Felge, kostet dich da 30 Euro. Mit Mantel und Felge. Ja, klar. Der Motor kostet dich mit... Mit Motor und allem 60 Euro. Ja. Und da ist Felge und Mantel und Döner drin, mit dabei. Vom Preis her kann man da einfach nichts sagen. Und wenn er das Ding nur holt, zwar hinten platt ist. Theoretisch schon. Ja. Ich meine, hinten nicht, wenn dann vorne. Ja, das kommt noch in einem anderen Video. Ich würde sagen, das reicht. Abonniert uns auf jeden Fall, wäre echt nett. Ist nett. Oder? Ja, finde ich eigentlich in Ordnung, oder? Ja, das kann man machen. Also für das Video, ich meine, wir haben uns von Kosten und Mühen hier nicht gescheut. Ja, extra Motor, Döner. Hier eine Kamera, da eine Kamera, hier ein Handy. 2 Scooter, 3 Scooter, also wir haben alles hier. Ja. Alles klar. Ich würde sagen, bis demnächst, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.